Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem ultimativen Auspack-Video. Wie ihr gerade schon gesehen habt, gibt es einiges zu tun. Wir waren 10 Tage in den USA, Boston, New York City und Philadelphia und es wurde einiges eingekauft. Natürlich sehr, sehr viele Snacks, aber auch ein paar Souvenirs, die wir uns zusammen anschauen müssen. Und allein was die Snacks angeht, ist es ein ganzer Koffer gewesen und ein ganzer Beutel voll. Es gibt wirklich viel zu tun. Ich wurde in Kommentaren auch gebeten, manchmal über die Preise zu sprechen. Ich habe für manche Sachen noch die Preise da. Da können wir dann, ja, wie gesagt, drüber sprechen. Insgesamt sage ich aber gesagt, dass es in den USA nicht wirklich günstiger ist. Zumindest in New York City, da ganz besonders. Außerhalb von New York City, wir waren nämlich in einem Walmart. Da kommt ein eigenes Video zu. Wir waren in einem Walmart. Oder gab es schon ein eigenes Video zu? Ich weiß noch nicht genau, welche Reihenfolge ich die veröffentliche. Der war in New Jersey, also nicht in Manhattan selbst, also in New York selbst, ist eine andere Stadt, weil New York selbst sich gegen Walmart sperrt, damit sie kleine Geschäfte nicht kaputt macht. Da ist es ein bisschen günstiger als in New York, aber immer noch ja, nicht gerade günstig. Und es ist dann von den Kosten her für uns Deutsche ist es also dann doch tendenziell eher teurer. Also da kriegt man nicht eine Markenpackung Cornflakes für 2,50, die kostet da, sage ich mal, 3,50 für uns. Aber es ist natürlich günstiger, als bei uns in Webshops Sachen zu kaufen. Also wenn ihr euch sonst Sachen nur im Webshop kauft, dann ist es günstiger, dort einzukaufen. Aber so billig, wie man vielleicht glaubt, ist das da noch lange nicht. Es gibt manche Sachen, die sind günstiger. Ben Jerry's Eis meinetwegen. Ja, je nachdem, wo man es kauft, mitten in Manhattan kann es auch 7 Euro kosten. Aber in einem Walmart in New Jersey kann es auch 4,50 kosten. Ja. Wir sprechen drüber. Ich gebe euch hier nachher Dollarpreise an bei manchen Sachen. Ihr könnt euch dazu aber dann merken, der aktuelle Europreis ist knapp 5% weniger. Also ne, der Euro ist sehr schwach momentan, beziehungsweise Dollar sehr stark, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also der Europreis ist der Dollarpreis minus 5%. Also ihr könnt es fast 1:1 einfach umrechnen. Und von daher, ja, wie gesagt, einige Sachen habe ich hier. Wir fangen jetzt direkt mal an mit Sachen, die wir dort gekauft haben. Das ist jetzt hier aber zum Beispiel gar nicht aus dem Walmart. Wir haben Butterfingers. Das ist so eine Art Erdnussgebäck, soweit ich weiß. Genau, Crispy Crunchy Peanut Buttery. Das ist vielleicht sowieso, ich hatte sie, glaube ich, für Ewigkeit. Das ist, glaube ich, wie so eine Art Krokant, so die Blätter krokant, aber eben mit Erdnuss. Das ist auf jeden Fall sehr bekannt, Butterfinger. Habe ich jetzt keinen Preis mehr zu, das erste Teil. Und ich sage euch hier nochmal direkt, holt euch einen Kaffee, es ist end viel anzugucken. Dann etwas, was ich als Souvenir mitgebracht habe für die Heimat, also für Leute hier, kann man vom Preis jetzt nicht vergleichen. Das ist von der Dominic Ansel Bakery, das sind die, die Cronuts gemacht haben. Zwei popelige Butterkekse, die vielleicht zusammen höchstens 80 oder 100 Gramm wiegen für 3,50 Dollar. Ist aber halt ein teures Souvenir. Der Laden selbst ist teuer. Aber die könnten verdammt lecker sein, denn die haben sehr, sehr gute Sachen. Da habe ich zwei Tüten von gekauft. Dann, das meiste ist eingefroren. Ich habe jetzt nicht mehr viel davon. Und zwar Martin's Potato Bread. Jetzt fragt ihr, wieso kauft er sich Brot? Naja, ganz einfach, Martin's Rolls. Rolls sind dann so, ja, so Sandwichbrote, zum Beispiel für Burger. Das sind die, die man oft so als das ideale Burgerbrötchen manchmal auch benutzt, je nachdem, was man natürlich haben möchte. Und ich wollte schon immer mal so ein Martins Brötchen probieren, deswegen habe ich dieses Kartoffelbrot mitgenommen, welches tatsächlich aus Walmart ist. Und ich meine, und da ist nur Trash drin, ne? Da sind Guarkernmehl, Verdickungsmittel drin, Zusatz hier, Zusatz da, bisschen Kartoffel. Wenn ich mich rechte innere hat das knapp 3,50 Dollar gekostet. Also ja, 3,40 Euro für ein Brot, was aus Luft besteht. Jetzt 500 Gramm sind vielleicht drin, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Also gewaltiger Preis für Brot. Ne? Also je nachdem, welches Produkt es auch geht, gerade Käse, sowas ist dann doch schon trotzdem nochmal ganz deutlich teurer als hier. Was zahlt man hier für so einen Markentoast von Harry? 2 Euro, wie gesagt hier 3,50 Dollar außerhalb von New Yorks. Dann hier Quaker S'mores Müsli, also quasi ein Crunchy Müsli mit S'mores Flavor and other Flavors, also ja mit Aroma, aber eben auch so Kekstückchen drin, eben dann Marshmallow und Schoko. Aroma. Quaker ist ja so eine Haferfirma, die haben immer ganz schönes Design und da dann eben das hier gekauft. Dann Sour Patch Kids in der Sorte Grape. Grape ist quasi ja die Geschmacksrichtung, was Marmeladen angeht, aber auch was manche Getränke angeht, aber eben auch was manche Süßigkeiten angeht.
Ist eine berühmte Marke halt für Süßigkeiten. Sour Patch kennt ihr, kriegt man auch hier oft in US-Shops. Ich müsste jetzt nochmal gucken, was das hier genau gekostet hat. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen, aber es war zwischen 2,50 und 3 Dollar. Die Liste hier ist nämlich ziemlich schlecht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das hier bei Walmart gekauft habe. Das ist nur von Walmart hier. Also auch hier zum Vergleich, wie viel ist hier drin? Ungefähr 200, 300 Gramm. Zum Vergleich Haribo 1 Euro oder irgendeine andere Fruchtgummi 1,50. Also auch hier nochmal deutlich teurer. Dann Cinnamon Toast Crunch Soft Baked Bars haben wir geholt. Ja, das kann man, glaube ich, auf dem Bild ganz gut sehen. Sieht aus wie so kleine Brownies, nur eben Cinnamon Toast Crunch. 12 Stück sind davon drin. Ja, weich gebacken mit Zimtgeschmack eben. Ich müsste jetzt auch nochmal hier schauen. Cinnamon Pretzels. Achso, das war was anderes. Das ist da hinten, da kommen wir gleich zu. Ist noch nicht mal sortiert hier. Cinnamon Toast Crunch CTC. Wir haben es hier gleich. Das Popcorn zeige ich euch gleich hier. Dieses Popcorn hier zum Beispiel. Eine Tüte Popcorn. 3,30 Dollar, also 3,20 Euro sage ich jetzt mal ungefähr. 3,10 Dollar. Ja, Popcorn mit Cinnamon Toast Crunch Topping. Also auch hier wirklich ein gewaltiger Preis. Wie gesagt, in Walmart auch. Wenn es nicht in Walmart ist, sage ich euch das extra, weil, wie gesagt, in New York, in so kleinen Geschäften, wenn ihr selber mal hingeht, ihr müsst aufpassen. Es gibt Geschäfte innerhalb von Manhattan, Downtown Manhattan, da sind ja nochmal 30-40% teurer als andere. Und wie gesagt, innerhalb Manhattans, wir waren hauptsächlich in Midtown, da war halt auch das Hotel, also mitten in New York, dort, wo man meiner Meinung nach auch sein Hotel haben sollte, wenn man in New York ist, zahlt lieber ein paar hundert Euro mehr, spart lieber ein paar Wochen oder Monate länger. Außerhalb von Manhattan ein Hotel zu haben, ist meiner Meinung nach unsinnig, weil wenn man nach New York geht, dann will man ja, glaube ich, mittendrin sein. Da zahlt man eine ganze Ecke mehr, aber meiner Meinung nach ist das wichtig. Also das Popcorn, wie gesagt, hier. Ja, 4,50 Dollar für diese Packung hier. Würde bei uns jetzt auch nicht billig sein. Ich würde mal sagen, vielleicht 3 Euro, aber 4,50 Dollar. Auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. Da haben wir Twizzlers, das sind so bekannte Fruchtgummischnüre dort. Haben wir einmal in der sehr kuriosen Sorte Hershey's Kakao gekauft. Fruchtgummis, Hershey's Schokolade. Und Twizzlers in der Rainbow Edition haben wir auch hier geholt. Das habe ich für einen Kollegen geholt. Die waren, glaube ich, auch so ungefähr 3 Dollar, 3,50 oder so. Twizzlers 2,18 Dollar. Also die sind zum Beispiel dann wieder gar nicht so teuer hier. Ne? Das ist wirklich ja viel auch drin. 351 Gramm, das wäre bei uns jetzt mindestens genauso, also auch nicht teurer, eher teurer vielleicht sogar. Das ist also eigentlich völlig in Ordnung. Dann hier Fruit Loops Gummis, die tatsächlich ziemlich günstig waren. 1 Dollar, ich vermute jetzt mal, dass das Aktion war, glaube ich nicht. Aber die waren tatsächlich gar nicht so toll. 1 Dollar sind irgendwie 80 Gramm oder irgendwie sowas drin. Ja, also jedenfalls richtig geil. Hier, 113 Gramm, freue ich mich riesig drauf, die mal auszuprobieren. Wir werden uns einige Sachen hier natürlich auch nochmal anschauen in einem eigenen Video. Aber hier ist jetzt erstmal nur Einkaufsvideo. Dann hier, ich habe mir ja eben so ein Fruchtjelly mitgenommen von Welch. Das ist eine bekannte Marke. Dann gibt es noch Smuckers. Und dann hier, wie gesagt, dieses Trauben, Grapes, Traubengelee hier von denen. Das hat ihr zum Beispiel, glaube ich, gekostet. Das war auch so 2,50 oder irgendwie sowas. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wo das hier ist. Ah, hier. Nee, das kann nicht sein, 1 Dollar. Das war ein Getränk. Genau, Powerade war das, glaube ich. Das war zum Beispiel recht günstig mit 1 Dollar. Ich finde es jetzt nicht. Ich will euch jetzt nicht langweilen damit, dass ich suche. Aber es war so ungefähr 2 Dollar, 2,50 Dollar oder so. Dann haben wir hier von Smuckers Magic Gel Unicorn. Also quasi so ein Eissauer. Man macht es auf Eis drauf und dann gibt es eine harte, crunchige Schicht. Freeze in Seconds in Unicorn. Das weiß ich noch aus dem Kopf, 2,20 Dollar oder so ungefähr gekostet. Das musste ich unbedingt haben, weil es so richtig schön trashig ist. Da freue ich mich drauf. Dann haben wir hier Be Kind Nut Butter Bars. Also es sind quasi so Cereal Bars, die mit Nussbutter gefüllt sind. Ich habe davon schon einen genascht. Der war mega lecker. Da gibt es auch verschiedene Sorten von. Be Kind arschteuer dort. Also genauso arschteuer wie hier. Ich weiß gar nicht, ob der von Dings war. Deswegen, ob ich jetzt hier auf dieser Liste den Preis finde. Es war aber ungefähr 4 Dollar. Also die sind echt nicht günstig, die Dinger. Aber deutlich günstiger als hier. Das muss man schon sagen. Was haben wir noch Schönes? Dann hier
Beyond Meat veganes Beef Jerky gekauft, was tatsächlich auch gar nicht so teuer war. Ich glaube, 2-3 Dollar oder sowas. Teriyaki-Style. Einfach mal ausprobiert habe ich, beziehungsweise habe ich auch als Souvenir geholt. Dann hier Reese's Pretzels Big Cup. Habe ich euch schon mal sogar vorgestellt. Ich hatte die vom Beast Mode. Die habe ich jetzt auch einem Kollegen hier mitgebracht, der hier die Blumen gegossen hat. Alles steht noch. Danke, gehen raus an June. Die hatte ich jetzt dort auch gekauft. Genau hier, 1,38 Dollar. Hier diese Zweierpackung. Dann haben wir hier als Souvenir zum Beispiel M&M's Kühlschrankmagnet gekauft. Ja, kann auch nicht schaden. Dann, also Kühlschrankmagneten haben wir ganz viele gekauft. Nerds, Crunchy Clusters. Also man hat innen drin ein Fruchtgummi. Welches, kennt ihr Nerds? Das ist wie so hartes Zucker. Einfach nur so Zuckerperlen, sage ich jetzt mal. So wie sie diese, ihr kennt ja diese bunten Zuckerperlen, die auf manchen Sachen drauf sind. Nur die sind größer, dicker. Ich habe euch zu Nerds auch schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, die Rainbow Edition. Und das ist dann, wie gesagt, Fruchtgummi mit den Nerds draußen rum. Also kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie diese Brombeeren, Himbeeren von Haribo, ja, diese rötlichen und dunklen. Genau, Nerds Crunchy Rainbow. Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwie finden. Ich habe zum Beispiel was, ich kann da mal die Liste, müssen wir hier kurz gucken. Ach so, hier, oh Gott, das ist so viel, Leute. Oh, hier, wir haben zum Beispiel, wenn ich das hier gerade mal auf der Liste sehe, kann man es raus. Oh, oh Mann, ey. Drake's Coffee Cakes geholt. Genau, das sind quasi Cakes with Cinnamon Streusel Topping. Die hatte ich hier gerade nämlich irgendwo auf der Liste gesehen. Die haben 3,22 Dollar gekostet. Also es ist auch vergleichbar mit etwas, was es bei uns kosten würde, glaube ich. Richtig schön retro. Früher war die Firma so, seit 1896. Das Design heute ist es so. Freshness guaranteed. Genau. Be Kind Müsli, Crunchy Müsli, popelige 312 Gramm, wohlgemerkt nicht bei Walmart gekauft, sondern bei Target in Midtown Manhattan. Der Target ist auf jeden Fall nochmal teurer als Walmart. Hat, ich glaube, 7 Dollar gekostet. Also wirklich heftig. Heftig, heftig der Preis. Genau. Musste aber sein. Dann Sweet Tarts, irgendwelche solche Fruchtgummischnüre, die ich einfach an der Kasse eingesteckt habe. Die haben, glaube ich, irgendwie einen Dollar gekostet oder sowas. Dann, sehr geil, Fruity Pebbles Cereal and Candy Bites. Schaut euch das bitte oben mal an. Wie geil ist das denn? Das sieht aus wie so kleine, ja, Cereal and Candy Bites. Also so kleine Stückchen, die man so snacken kann, die dann wohl auch eingepackt sind. Fruity Pebbles sind halt so eine Cereal-Art. Gibt es eigentlich nichts Vergleichbares bei uns. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal, weiß nicht, ob ich es euch für euch getestet habe. Zumindest habe ich einen Beitrag auf Instagram mal vor Jahren gemacht. Das sind wie so ganz kleine, ganz dünne Plättchen, die ganz bunt sind und extrem künstlich schmecken. Aber ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Fruity Pebbles Cereals. Oh mein Gott, ey. Pebbles Cereal, hier. 4 Dollar haben die gekostet. Ist aber, muss man sagen, das ist eins der Markenprodukte schlechthin. Dann kostet das natürlich auch immer ein bisschen mehr. Ist aber auch gut was drin. 200 Gramm, schätze ich, sind auch 227 Gramm sind hier drin. Dann Swedish Fish and Friends. Ja, das sind auch solche Fruchtgummis, die ja auch als Souvenir mitgebracht wurden. Müssten auch vegan sein. Gibt verschiedene Sorten von Soft and Chewy Candy. Ich weiß es nicht mehr, knapp 3 Dollar oder so haben die gekostet, 2,50. Die musste ich unbedingt haben, Scooby-Doo Graham Cracker. Can you find all 10 Scooby-Doo Snacks? Baked Graham Cracker Snacks with Cinnamon, made with whole grain. Ja, also keine Frage, Scooby-Doo, Held meiner Kindheit, musste auf jeden Fall gekauft werden. Die waren eben auch aus Walmart. Hier ist Graham Sticks, genau, 2,82 Dollar, also auch ungefähr vergleichbar für so ein Produkt, wie wir hier in Deutschland bezahlen würden, schätze ich jetzt mal. Ja, so, Erdbeeraroma für einen Kollegen von der Arbeit, der bestimmte Aromen aus den USA haben wollte, dann Cocoa Pebbles meine ich, Schokolade, also Milchschokolade mit Schoko Pebbles, denn es gibt diese bunten Pebbles, so wie hier, diese Fruity Pebbles. Und dann gibt es aber auch so Schoko Pebbles. Und das ist dann eben Schokolade von denen. Die hatte, glaube ich, irgendwie auch, ich weiß nicht mehr, 2 Dollar oder irgendwie sowas gekostet. Die war tatsächlich nicht ganz so teuer. Ein paar kleine Snacks. Almond Brownie and Dark Chocolate. Dann haben wir noch
Fifth Avenue Crunchy Peanut Butter in Rich Chocolate Coating. Dann M&M's Brownies, die hier extrem teuer sind, aber die, also da brauche ich keine große Packung von, aber die wollte ich einfach mal probieren. Die haben irgendwie $1 jetzt gekostet, damit man die einfach mal probieren kann. Und wie gesagt, hier sind eine große Packung, davon brauche ich nicht, die sind mir auch einfach zu teuer. Sour Patch Kids, ebenfalls. Die habe ich als Souvenir geholt. Und die hatte ich, glaube ich, für mich geholt, weil ich nämlich auf diesen Grape-Geschmack Bock hatte. So rum war es. Ja, eben auch solche Fruchtgummis, aber dann eben als kleine Variante irgendwie auch $3. Dann haben wir Pillsbury Mini Sweet Biscuits Honey Butter. Boah, Leute, Honigbutter. Pillsbury. Ihr seid übrigens angehalten, natürlich zu schreiben, was ich glaube, $3.18 Biscuits. Ihr seid, aber hier sind, glaube ich, die anderen Cookies gewesen. Warum? Was ist das? Weißt du, man kann die Sachen nicht mal lesen, weil die das alles irgendwie abkürzen. So ganz komisch hier auf der Liste. Also wirklich richtig schlecht. Ja, jedenfalls, also ganz ehrlich, ich meine, einfach schon wegen dem Männchen muss man es kaufen. Ich liebe das Pillsbury-Männchen. Dann freue ich mich fast am meisten drauf. Idaho Loaded Baked Mashed Potato. Wir haben 2 oder 3 Tüten Kartoffelpüree, Instant Kartoffelpüree gekauft. Und das ist jetzt die eins. Made with 100% real Idaho potatoes, perfectly blended with sour cream, cheeses, onion and chives, with the taste of bacon and butter. America's favorite mashed potatoes. Boah, ich habe so Bock drauf, das dann bald mal auszuprobieren. Richtig, richtig gut, schön amerikanisch. Hätte noch gerne ein paar Dosen Instant-Gerichte mitgenommen. Hab nur eine mitgenommen. Aber so ein paar Fertiggerichte, wir hatten am Ende wirklich keinen Platz mehr. Wir hätten noch mehr geholt, aber wir hatten keinen Platz mehr. Dann hier Three Musketeers. Ich glaube, das ist so eine Art Schoko-Milky Way gekauft. Das war ein Souvenir. Ah, da kommen wir in einem Video zu, brauche ich jetzt noch nichts zu sagen. Nochmal Fruit Loops Gummis. Dann Kellogg's Raisin Bran Crunch. Also ist quasi eine Art Rosinen-Vollkorn-Müsli, aber eben von Kellogg's und in einen sehr ansprechenden Becher, wie ich finde. Einfach mal so eine Portion für zwischendurch snacken. Einfach mal mitgenommen. Und ja, sicherlich auch sehr, sehr cool. Leute, wir haben noch nicht mal ansatzweise die Hälfte. Also nur, dass ihr schon mal wisst, was euch hier noch erwartet. Dann Souvenirs mitgebracht. Blue Diamond Almonds, Wasabi und Sojasoßen-Style und Korean Barbecue habe ich meinen beiden Unikollegen mitgebracht. Irgendwie musste ich im Supermarkt, also ehemaligen Unikollegen, irgendwie musste ich im Supermarkt einfach, als ich Wasabi gelesen habe, an den einen Unikollegen denken, wo ich weiß, dass der sehr gerne so Wasabi-Sachen mag. Und dann dachte ich mir, aber wenn du dem die mitbringst, musst du dem anderen Kollegen ja auch was mitbringen. Also habe ich ihm die Korean Barbecue einfach mitgebracht. Dann, Birch Benders Cookie for a Cup. Das ist jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund Keto, aber das ist jetzt nicht, weil wir uns hier Keto ernähren. Ich meine, alles andere als das. Aber es ist so ein Mikrowellen-Cookie aus dieser Packung hier. Und deswegen einfach mitgenommen. Man muss quasi nur Wasser zugeben, mischen und dann in die Mikrowelle. Birch Cookie for a Cup. Nur 4 Gramm Net Carbs. Wow. Aber wie gesagt, deswegen nicht gekauft, sondern weil einfach die Idee lustig war. Cinnamon Toast Crunch, die berühmten auch einfach hier als eine Portion mal mitgenommen. So, dann haben wir hier Cadbury Black Forest Cake, also Schwarzwaldkuchen Geschmack. Dark Chocolate with Cake Flavor, Cherry Flavor and Fudge and Cookie Pieces. Also alles Aroma, aber Fudge und Cookie Stücke auch drin. Cadbury ist eigentlich eine britische Marke, gibt es aber auch in den USA. Dann Pillsbury Cream Cheese Frosting. Also es ist halt wirklich geil. Es gibt Sachen, die sind in den USA sehr günstig und es gibt Sachen, die sind sehr teuer. Also sowas wie Käse und sowas ist teuer, Gemüse ist auch teuer. Das Ding hier hat mal $1.20 gekostet. Das ist ein Cream Cheese Frosting. Und wisst ihr, was das Geilste dabei ist? Es ist überhaupt gar kein Cream Cheese drin. Es besteht aus Zucker, aus Palmöl, aus Wasser, aus Maissirup, Maisstärke, Canola Oil, 2% Lässtoff und dann kommt hier Monodiglyceride, Farbstoffe, Yellow Red 40, künstliche Aromen, Polysorbat 60, modifizierte Kornstärke, Potassiumsorbat, also Kaliumsorbat,
Xanthan, Antioxidantien und also Zucker und Fett plus Aroma und Konservierungsmittel. Aber es ist das Pillsbury-Männchen und ich dachte mir, wenn ich dann irgendwann mal backe, kann ich es einfach mal ausprobieren mit so einem amerikanischen Frosting. Qualitativ ist sicherlich unter aller Kanone, aber ich fand es irgendwie trashy, habe es dann mitgenommen. Dann hier, sehr, sehr, sehr geil, Quaker Chewy Mini Dips Birthday Blast. Hallo? Guckt es euch mal bitte an, hier auf der Packung. Müsste irgendwo auch auf dieser Liste hier drauf sein. Ich zeige es euch nochmal hier. Hier, Blast. Nee, warte mal. Leute, man kann es echt nicht lesen. Ich kann es euch jetzt leider auch nicht genau sagen, weil ich es jetzt so kurzfristig nicht finde. Es wird aber auch so zwischen 3 und 5 Dollar gewesen sein. Ja, also das ungefähr habe ich diesen Bogen raus, was es kostet. Mini B-Day. Ah ja, hier. 5,62 Dollar. Aber da ist auch wirklich viel drin. Ja, also das geht sogar auch fast schon in Ordnung. 500 Gramm, also sind einige von diesen Bars drin. So, weiter geht's. Dann nochmal Vanillearoma für den Kollegen. Die Aroma, ich glaube, es hat irgendwie so 5, 6 Dollar jeweils gekostet. Dann nochmal Idaho Potatoes, diesmal aber ganz normal in der Buttery Home Style Edition. Also ihr kennt ja Instant-Kartoffelpüree, ne? Starburst, das ist so eine Art amerikanisches Mamba, Mauam oder so. Wirklich äußerst lecker, kann ich euch empfehlen. Die kriegt man übrigens auch bei Beast Mode. Wirklich super, super gut. Sehr lecker. Dann Baby Ruth Dry Roasted Peanuts Rich Caramel and Smooth Nougat. So eine Art Snickers, sage ich jetzt mal. So kann man sich es vielleicht ungefähr in die Richtung vorstellen. Okay, weiter geht's. So, dann Cheetos Mac and Cheese. Instant-Nudeln, die musste ich einfach haben. Bold and Cheesy Flavor, die haben wir normalerweise, sind das ja Chips, so von denen. Das ist jetzt aber eben dann Cheetos als, ja, als Mahlzeit, sage ich jetzt mal. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob die Kamera hier so ein bisschen schief ist. Ja, vielleicht ganz minimal, so ein ganz bisschen. So, müsste jetzt... Ja, das sieht gut aus. So. Dann... Nudeln. Jetzt fragt ihr euch, was soll das? Nudeln kann man auch hier kaufen? Ja, kann man. Aber es gibt einen Arbeitskollegen, da gibt es so einen Gag, den ich immer mit ihm mache. Ich sage mal, dass er sich immer so richtig trashig ernährt und immer nur wahrscheinlich nur Nudeln mit Ketchup isst. Und dann irgendwann gab es mal diesen Witz. Und seitdem, wenn ich im Urlaub bin, bringe ich immer von einem Urlaubsort, wo ich bin, eine Packung Nudeln und irgendeinen Ketchup mit. Und deswegen diese amerikanischen Nudeln und Ketchup ist ja auch noch irgendwo. Das ist dann auch wie ein. Die haben wir aus so einem aus dem M&M's-Laden M&M's gemischt und viele kleine Snacks aus so einem Dollar, also Billigladen in Philadelphia. Dann Jelly Belly Gummis in vegan tatsächlich. Sehr, sehr cool. Da weiß ich auch nicht mehr was. Ich glaube, die haben auch so 3 Dollar oder so gekostet. Dann hier freue ich mich mega drauf. Mrs. Butterworth Extra Buttery Artificially Flavored Zero. Rich and Buttery. Also quasi Pancake Sirup in extra butterig. Ich habe die extra butterig Version genommen. Wie hieß es jetzt? Mrs. Butterworth Sweethearts Instant Potato. Ungefähr 1,12. Strawberry Aroma 3,70 Dollar. Choc Brownie, dieser Riegel, 1 Dollar, 50, weiß ich gar nicht. Breakfast Cereals, Candy, Fruit Loops, Gummis, 1 Dollar. Swedish Fish, 2,24 Dollar, entschuldigt. Stuffed Puff, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Raisin, diese Cereals, diese eine Packung, da 1 Dollar zum Beispiel. Dieser Keto-Kuchen Holler, 2,48 Dollar. Gut, Twizzlers hatte ich gesagt, JP Birthday Cake. Fruit Loops, Gummi, die machen das einfach der Reihenfolge nach, glaube ich. Es wird gar nicht sortiert in Produktgruppen oder sonst irgendwas. Also ganz, Baby Ruth, sorry, ich finde es jetzt gerade nicht. Ja, ich sag mal, es hat sicherlich nicht mehr als 3, 4 Dollar gekostet, sonst hätte ich es nicht gekauft, wie ich mich kenne. Das ist schon aufgefressen, Soft Baked Cookies von Pillsbury. Ich habe die Folie aufbewahrt, mal irgendwo gekauft. Da gibt es sogar ein eigenes Video bald zu, wenn ihr das nicht schon gesehen habt. Ja, wahrscheinlich zeige ich euch es vorher. Lucky Charms Oatmeal, ich meine, hallo?
Lucky Charms ist auch eine sehr bekannte Cereal-Marke in den USA. Die haben halt so kleine Marshmallows bei ihren Sachen dabei. Und das ist jetzt eben ein Cereal. Instant Oatmeal, Vanilla-Flavored Oatmeal with other natural flavors. Ja. Ich weiß, ich müsste jetzt hier nochmal gucken. Ich meine, die waren so, das war so 3, 4 Dollar ungefähr um den Dreh. Ja, also ja, ein bisschen teurer vielleicht, als wir bei uns für sowas ähnliches bezahlt hätten. Dann haben wir hier noch Organic Peanut Butter and Jelly Mini Schokos. Die waren sogar im Angebot regulär 5 Dollar, jetzt 2,44 Dollar für 100 Gramm. Auch ein Beispiel davon, wie es teuer ist, haben wir mitgenommen, weil es runtergesetzt war. Ist jetzt auch Organic, muss man sagen, deswegen natürlich auch ein bisschen teurer. Aber auf Leute, da ist noch so viel, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Nochmal Jelly Belly vegan mitgenommen. Dann haben wir hier, wo ich mich mega drauf freue, Snyder's of Hannover Pretzel Rods. Ich mag nämlich so ganz dicke Brezelstückchen. Leider hatten sie diese Hard-Baked Pretzels nicht. Die sind wirklich fingerdick und dann als Brezelform. Ja, die habe ich leider nicht gefunden, deswegen habe ich wenigstens diese Rods hier geholt. Ich habe da schon so Bock drauf, die zu probieren. Richtig gut. Die hatten auch ungefähr so 3 Dollar gekostet. Und die waren so ein Billigladen, aber 3 Dollar. Dann Favorite Day Dark Chocolate Sea Salt Caramels. Die waren auch gar nicht so teuer. Ich glaube auch, na wohl doch, ich glaube, die haben 5 Dollar gekostet. Aber da sind auch, und das war auch mitten in Manhattan, die sind nicht aus dem Walmart. Da sind aber auch, ist auch gar nicht so wenig drin, 300 Gramm. 5 Dollar ist trotzdem was, aber ja, für so Pralinenpackung hätte man bei uns auch so viel bezahlt vielleicht. Genau, einmal in Sea Salt Caramel und einmal in Milk Chocolate Covered Pretzels. Die Marke ist eine Eigenmarke, aber Favorite Day ist eine Eigenmarke von Target. Target und Walmart, das sind die beiden großen Supermärkte in den USA. Jeweils 5 Dollar, jeweils ungefähr 500 Gramm drin, jeweils ein Souvenir. ihr müsstet den Tisch jetzt sehen. Es geht noch weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Das Problem ist, wir haben gar nicht so viel Platz im Schrank. Vielleicht müssen wir den Koffer hier in der Wohnung stehen lassen und die Sachen ja im Koffer lassen. So viel Platz nicht im Schrank. Wo ich mich ganz besonders drauf freue, ist Cinnamon Sugar Pretzel Sticks. Ich meine, hallo? 5 Dollar, das weiß ich noch. Also wirklich brutal, aber die werden bestimmt auch brutal lecker sein. Es gibt ein Video, wie gesagt, ich weiß noch nicht die genaue Reihenfolge, wie ihr was seht. Da haben wir solche Sachen frisch gegessen in New York. War auch ebenfalls lecker und das so schön knusprig, Zimtzucker, fantastisch. Pillsbury Yellow Cake hatte auch ein Kollege sich gewünscht, sollte ich mitbringen. Der hat das einfach so eine Backmischung, die wollte der haben, weil der backt gerne. Und ich meine, hallo, guckt es euch doch mal bitte an, dieses Männchen. Ist es nicht niedlich? Also richtig cool, das hat irgendwie, wie gesagt, auch 2 Dollar ungefähr gekostet. So, dann nochmal Pillsbury Softbaked Cookies. Das ist vielleicht sowas wie Balsen bei denen. Ich meine, guck mal, wir haben Balsen, Schnarch, gehen, Langeweile. Und die haben Softbaked Cookies Konfetti mit dem Pillsbury-Männchen drauf. Die hatten, glaube ich, auch 2 Dollar gekostet. 2,50 Dollar, so um den Dreh. Was, ich hatte es hier vorhin gesehen. Ja, wie gesagt, ungefähr um den Dreh. Ist aber auch wieder gut was drin. Hier, da war es Pillsbury Cookie, 3,18 Dollar. Ja gut, aber 270 Gramm, sehr, sehr viel drin. Auch die Packungen sind bei denen teilweise oder tendenziell schon größer als bei uns. Ja. Nein, guckt euch doch mal das Männchen an. Es ist einfach nur großartig. Dann haben wir noch hier Birthday Cake Mini Muffins von Little Debbie's. Little Debbie's ist auch so eine bekannte Firma bei denen. Muffin, 2,78 Dollar haben die hier gekostet. Guck mal, wie schön freundlich das alles aussieht. Ja gut, soll Kinder verführen. Jetzt kann man das Ganze natürlich wieder verurteilen, was ich jetzt aber hier nicht tue, denn wir wollen hier schließlich Spaß haben. Ein bisschen. Aber klar, ich meine, die USA haben es sehr mit Zucker und Fett. Campbell's Condensed Tomato Soup 1,40 Dollar oder sowas gekostet, wollte ich einfach nochmal mitnehmen. Ich habe irgendwo noch eine Dose von 2014 hier rumstehen. Die war gar nicht so schlecht und irgendwie ist es kultig, diese Campbell's Dosen. Deswegen habe ich mir einfach so eine Dose Tomatensuppe noch mitgenommen. Dann haben wir Idaho Loaded Baked, nochmal Mashed Potatoes. Die haben wir jetzt auch mit Cheese, Butter, Bacon und so weiter einfach noch eine Packung davon mitgenommen. Eigentlich dachte ich, dass es eine andere war, fällt mir jetzt gerade ein. Nee, tatsächlich habe ich es jetzt zweimal mitgenommen. Verdammt! Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Da war ich dann wohl irgendwann so überfordert im Supermarkt, dass ich dann die gleiche nochmal genommen habe, statt eine andere. Scheiße. Na egal.
Zweimal kann es auch nicht schaden. Be Kind. Zwei Sorten, bei einem Angebot, regulär 1,70 ungefähr einer. Ich habe zwei Stück jetzt für irgendwie jeweils dann 1,20 oder irgendwie sowas gekauft. Dark Chocolate Almond Coconut und Almond Coconut. Die gibt es beide so nicht bei uns, meine ich, mit dem Kokosnuss. Und deswegen habe ich die hier auf jeden Fall mitgenommen. Dann haben wir Apple Jacks, auch hier als, die musste ich unbedingt haben, mit Zimt. Auch hier als ein Portion Packung, ungefähr dann auch $1 gekostet. Ja. Weiter geht's. Be Kind Healthy Grains Drizzled. Das ist quasi mit so vielen Körnern, 100% Whole Grains und dann eben so viel, so 5 Cereals war dabei. Oats Millet, ich weiß nicht, was Millet ist, Buckwheat, Amaranth und Quinoa. $5 regulär für 165 Gramm, beziehungsweise 5 Riegel im Angebot für $2,49. Da kann man nicht meckern, 50 Cent für so ein Teil, das ist dann wirklich fast schon günstig. Da habe ich die mitgenommen. Goldfish, eine Packung, irgendwo auch in Manhattan gekauft, $1,20 oder sowas. Die sind auch kultig bei denen, mit Cheddar-Geschmack. Ich habe schon welche probiert, schmecken überhaupt nicht nach Cheddar. Trotzdem irgendwie cool. Dann Zone Perfect Makro Bars. Habe ich auch mitgenommen, weil im Angebot war regulär $7 für 5 Stück. Ist eigentlich trotzdem fast okay. Dann haben sie im Angebot aber nur $3,50 gekostet. Habe ich aber leider gesehen, dass Titandioxid außen drum herum ist, was bei uns in Europa verboten wurde. Ich finde es nicht kritisch, aber irgendwie finde ich es jetzt doch doof, dass hier was drin ist. Also es ist jetzt nicht verboten, das hier zu haben. Es darf eben nicht mehr quasi in Lebensmittel in Europa reingepackt werden. In den USA, wie gesagt, ist es erlaubt. Ich weiß noch nicht, ob ich hier, ich glaube, verkaufen dürfte ich es jetzt nicht in Europa. Das dürfte man halt nicht, ja. Also man dürfte es jetzt nicht aus den USA importieren und hier als Händler verkaufen. Aber so kann man es halt besitzen. Aber jetzt ist es irgendwie doof, dass da dieses Titandioxid auch drin ist. Tomatenketchup, das ist der, den ich dem Kollegen geholt habe. Er hat sogar Bio-Ketchup bekommen und ihr glaubt es nicht, das ist die kleinste Packung Ketchup, die sie hatten. Da sind 500 Milliliter oder sowas drin. 567, eine kleinere Packung Ketchup gab es einfach nicht. Ja, so ist das eben in den USA. Da gab es riesige Packungen Ketchup. Und dann haben wir hier Stuffed Puffs mit Schoko gefüllte Marshmallows. Ich meine, amerikanischer geht es doch an dieser Stelle hier auch wieder nicht. Sehr, sehr cool. Dann etwas, was ich unbedingt haben musste. Annie's Homestyle White Cheddar Macaroni and Cheese für die Mikrowelle. Als Snack für zwischendurch, auch ultra amerikanisch, knapp $4 hat es gekostet. Neben Kraft's, eine der Marken für solche Macaroni and Cheese Instant Nudeln auch. Ich hatte die von Kraft's schon mal, deswegen habe ich jetzt diese hier mitgenommen. So, es geht noch weiter. Dann haben wir noch Rollo Dark Salted Caramel. Die hatten wir aus so einem Billigladen in Philadelphia. Solche Zuckerstangen gab es umsonst irgendwo. Mit so Pulver, kennt ihr die noch? Diese, die man so aufreißt, wo man sich so Traubenzucker im Mund macht. Genau sowas. Dann haben wir noch Jet Puffed Bites Birthday Cake Coated Marshmallows. Also auch Marshmallows, die jetzt hier mit Schoko und so, so bunten Zuckerperlen umhüllt sind. Und dann haben wir noch Kellogg's. Ja, wie heißt es jetzt nochmal? Kellogg's Toppers, die aber hier Kellogg's Frosted Mini Wheats heißen und die sind mit Cinnamon Sugar, also Cinnamon Roll ummantelt. Ist auch eine große Packung, 500 Gramm oder so, die ist auch recht schwer. 623 Gramm, die war tatsächlich gar nicht ganz so teuer. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich die hier irgendwo finde. Der Yellow Cake Mix hat zum Beispiel sogar nur $1 gekostet. Baby Ruth Riegel $1,64. Die Nudeln $2,12. Cinnamon Pretzel $4,49, hatte ich gesagt, Coffee Cakes, Cine Mini Roll, okay, $4, aber ist auch eine Riesenpackung. Also das ist vielleicht auch wieder fast vergleichbar wie bei uns. Wie gesagt, die verdienen aber auch, glaube ich, mehr als wir hier, von daher. CTC Popcorn, also das hatten wir da, Nerd Clusters, ah, das waren die mit diesen Dingern drumherum, Twizzlers, Hashtag. Ja, genau, das ist das. Jetzt sind wir tatsächlich mit den süßen Snacks durch. Genau, im Kühlschrank habe ich noch von der, zeige ich euch gleich noch, sind noch 4 Bagels eingefroren, die ich von Esse Bagel mitgenommen habe. Da hat jeder ungefähr $1,50 oder $1,80 gekostet. Das ist der bekannteste Bagelladen dort. Die habe ich eingefroren, damit ich jetzt so alle paar Wochen mir einen davon holen kann und ein bisschen New York-Feeling haben kann. Also so richtig schöne, große Bagel. Sowas sieht man hier überhaupt nicht. Handgemacht auch richtig geil. Mit einem mit Knoblauch, 2 normale, einen mit Everything, da ist dann einfach alles drauf, Poppy Seed, Sesam, Knoblauch und ein Cinnamon Raisin und einen nur Knoblauch. Das waren jetzt 6, ne? Ich glaube schon. Na jedenfalls die und
Sonst irgendwas vergessen? Nö, aber ich glaube, das war was. Jetzt gucken wir uns aber noch einiges an tollen Souvenirs an. So, ich sehe jetzt hier auf der anderen Seite, weil da vorne kein Platz mehr ist, um die ganzen Sachen aufzubewahren, ein paar coole Souvenirs auch gekauft. Das sind übrigens diese Cookies, die sind tatsächlich aus dem Kühlregal. Milkbar, das ist ein recht bekannter Laden in New York, die halt Backwaren verkaufen, die arschteuer sind, also wirklich unverschämt teuer, werdet ihr im Reisevideo sehen, wenn ihr sie nicht schon gesehen habt, aber die Sachen sind auch sehr lecker und die verkaufen eben auch so frische Kekse aus dem Kühlregal, diese Packung mit jeweils zwei Keksen drin, jeweils glaube ich $3,50 gekostet, war aber auch in Midtown Manhattan, außerhalb wäre es vielleicht wieder ein bisschen günstiger gewesen, also teuer. Aber wirklich überragend lecker. Gibt es eine Sorte Birthday Cake. Hier ist jetzt. Shit. Hier ist jetzt Chocolate Pretzel Truffle Crumb Cookie und Red Velvet Truffle Crumb Cookie. Also der Birthday Cake, das war wirklich überragend. So, was haben wir hier Schönes? Ein Geschirrtuch mit einem Hund drauf. Dann haben wir hier Ample Hills Creamery. Ice Cream Cake Mug, also hier kann man Ice Cream reinmachen. Ample Hills Creamery ist der beste Eisladen der Welt. Da gibt es das beste Eis. Da waren wir auch in New York. War wirklich sehr lecker. Wird es ein Video zu geben. Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen. Was haben wir hier? Das war, glaube ich, auch eine Tasse mit Hunden. Genau. Man, irgendwie kriegt ihr jetzt hier gar nicht. Genau. Dog Person, eine Tasse mit Hunden. Sehr schön anzusehen, wie ich finde. Und dann haben wir hier Hard Rock Café. Da wollte der Arbeitskollege für seinen Sohn, der hat mich einfach gebeten, ihm was mitzubringen, deswegen für seinen Sohn hier Hard Rock Café New York T-Shirt. Und da kann ich auch gleich die Nudeln und den Ketchup zumachen. Das ist nämlich alles für den gleichen. Nudeln. Und der Ketchup. So. Dann. Es gab in Tokio so einen Laden, der so japanische Bücher, Mangas und auch andere Bücher angeboten hat und auch so Merchandise japanisches. Und ihr wisst ja, ich war in Tokio, es war so großartig in Tokio. Und dieser Laden, der hat mich so ein bisschen an Tokio erinnert, weil es da viele japanische Sachen gab. Da habe ich meinen Nachbar Totoro Dosen gekauft. Einfach um. Dosen halt für den Kühlschrank reinzumachen. Kann man so ineinander stecken, 3 Stück für $16, fand ich sogar preislich ziemlich annehmbar, wie ich finde. Made in Japan und wie gesagt, mit meinem Nachbar Totoro habe ich auch 2 Handtücher noch aus Tokio. Riesengroßer Fan von sowas. Deswegen die gekauft. Dann musste ich haben, ich bin Freund von Einkaufsbeuteln, New York Einkaufstasche, habe auch mitgenommen, musste ebenfalls sein. Dann aus dem Nintendo Store Kirby mit einem Besen, auch irgendwie aus Japan hier. Ja, ich meine, hallo, sehr cool. Mein Zockzimmer steht auch voll mit solchen Sachen. Bin ich ein großer Freund von. Dann hier haben wir Kühlschrankmagnet, New York. $7 hat der gekostet. Ich habe es da gerade hinten drauf gesehen. Dann haben wir hier. Ich bin eigentlich gar nicht der größte Pokémon-Fan, aber wenn ich dann schon im Nintendo Store war, dann wollte ich irgendwie auch Sachen von dort mitnehmen. Ein Pikachu im Freiheitsstaaten-Kostüm für $20, also ungefähr 19 Euro. Wobei, nee, Quatsch, mit Steuern waren es dann irgendwie wieder $22, also ich sag mal 21 Euro oder so. Musste ich mir, guck dich mal die Schüchen an. Großartig, großartig. Dann New York Küchenhandtuch haben wir noch geholt. Dann haben wir hier noch 2 Essstäbchen von meinem Nachbar Totoro. Auch hier, auch aus diesem japanischen Laden halt mit 2 verschiedenen Motiven drauf. Hat jeweils $6 gekostet, finde ich fast sogar schon günstig. Sehr, sehr, sehr cool. Freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe mir damals, als ich in Tokio war, dort vor Ort eine Reisschüssel geholt und so richtig teure japanische Essstäbchen. Ich glaube, die haben 30 Euro oder so gekostet. Ob die damit ersetzt werden, weiß ich nicht. Aber diese Totoro-Dinger sind sonst einfach nur für Deko schon ganz nett. Ich habe mir einfach bei Macy's gekauft ein Levis-T-Shirt für $20. So, sorry, da war der Akku platt, weil die Kamera so lange aufnehmen musste, weil ich so viele Sachen gekauft habe, es fehlt noch, ein paar Sachen fehlt noch, und zwar unter anderem diese ultra coole aus Boston Schneekugel. Ich stehe auf so einen Müll und
Ja, deswegen brauche ich immer Platz. Also nee, ich sammle jetzt nicht solche Schneekugeln, aber wenn ich irgendwo im Urlaub bin, kaufe ich mir immer gerne eine Schneekugel. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Boston-Kühlschrankmagnet, Philadelphia-Kühlschrankmagnet, dann sehr cool eine Ben & Jerry's Metallschaufel. Ich habe bisher nur die Plastikschaufeln von denen. Jetzt auch mal hier eine aus Metall für 5 Dollar. Kühlschrankmagneten haben übrigens 7 Dollar oder sowas jeweils gekostet. Das fehlt irgendwie noch bei den Süßigkeiten, weil das irgendwie jetzt im falschen Beutel war. Fruity Pebbles Birthday Cake Candy Bar. Es ist keine weiße Schokolade, sondern es ist einfach nur Zucker und Palmfett oder sowas. Und da drin sind dann eben diese Fruity Pebbles. Dann haben wir hier Quietscheente, New York. Sehr cool. Es war absolut das Highlight, wenn nicht vielleicht das Highlight, im Yankees Stadion, dort einen Yankees Baseball gekauft. Boah, das Popcorn dort, episch. Einen New York Bleistift. Dann Ben und Jerry's Eisschälchen, Ice Cream Bowl Set. 4 Stück sind drin, die haben innen drin so verschiedene Farben. Von außen sind sie halt so Wolkenmuster. Bei uns hier in Europa gibt es nur Schrott-Merchandise von denen, so Sachen, wo überhaupt nicht mal Ben Jerry's draufsteht. So richtige hässliche Scheiße kann man hier nur an Merchandise kaufen. Warum gibt man den Fans nicht mal sowas? Es wird sich verkaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die bringen ja auch die geilen Eissorten, nimm sie aus dem Sortiment und Schrott lassen sie drin. Genau, fast vergessen, im Lego Store gewesen, Lego Mini Features gekauft, und zwar mit den Muppets und geilerweise sogar Kermit dabei und dieser Hund und dann dieser Professor. Was allerdings noch cooler ist, ist zum Beispiel, wobei noch cooler als Kermit, als Frosch, Kühlschrankmagnet Freiheitsstatue und Kühlschrankmagnet New York Lego Figur. Dann konnte man sich selber Lego Mini Figur machen. Dort für 15 Dollar. Man konnte also quasi den Torso aussuchen und sich Kopf und Beine und Accessoires oder auch Hut konnte man sich dann selber aus solchen Wühlboxen, sag ich mal, zusammensuchen. Die Auswahl dort war leider sehr beschränkt. Das ist ein bisschen schade. Das hätte cooler sein können. Also man konnte sich den Torso selbst bedrucken. Ich hoffe, man kann das sehen. Es gab Vorlagen, man konnte ein Blanko haben, man konnte Vorlagen haben, so wie hier zum Beispiel habe ich so eine Jacke genommen. Und hier hängt zum Beispiel jetzt an der Seite so ein Ausweis. Man konnte sich so verschiedene, wie so kleine Sticker irgendwo auf diesen Torso draufschieben, aus so einer Vorlage. Man konnte malen, wie mit Paint, man konnte draufschreiben. Und ich habe jetzt auf dem Rücken einfach einen Stern, eine Blume, einen Game-Controller und einen Dinosaurier genommen. Und unten steht dann auch der Name drauf. Also richtig, richtig geil. Also das hat richtig Spaß gemacht an so einem Computer. Und dann wurde das richtig wie mit so einem Drucker gedruckt. Und dann konnte man irgendwann später sein, also nicht später, sondern ein paar Minuten später seine Figur in dem Laden abholen und sich dann eben die restlichen Teile zusammensuchen. Wie gesagt, schade, dass da die Auswahl sehr eingeschränkt war. Also da gab es wirklich viel, viel zu wenige Farben und sowas für die Beine und viel zu wenige Köpfe. Also das hätten sie ein bisschen besser machen können. Aber sonst sehr, sehr cool. Und mein absolutes Highlight, das war, habe ich euch die schon gezeigt? Brickheads Freiheitsstatue. Und mein absolutes Highlight ist dieses Donkey Kong Kissen aus dem Nintendo Store. Es ist so unfassbar flauschig und es sieht einfach nur geil aus. Es hat sogar diesen Metallring wie von so einem Fass. Richtig geil. Deswegen habe ich dafür auch unverschämte 44 Dollar bezahlt. Aber ich musste es haben. Ich musste mich ein paar Tage dazu durchringen, es dann zu kaufen. Aber mein Highlight an den Souvenirs, richtig, richtig geil und einfach super flauschig für den Gaming-Sessel. Und damit sind wir durch. Wir gucken uns einfach nochmal alles an, was es jetzt hier so gab. Ich stelle mich mal hin hier auf die Couch, beziehungsweise auf die Küchencouch und nein, nicht die Casting-Couch. Das alles gekauft hier. Schwupp, 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 schwupp. Der Kommerz hat Gesicht und genau das ist dabei rumgekommen. Ihr dürft mir jetzt mal schreiben, was euch von den Sachen besonders gefällt. Was habt ihr vielleicht probiert? Eskaliert die auch? Was heißt eskaliert? Wir haben hier das. Es ist jetzt nicht, wer weiß wie viel. Also eigentlich haben wir gar nicht so viel für Souvenirs ausgegeben. Das Essen in New York, Essen gehen war deutlich teurer. Der Walmart-Einkauf war 150 Dollar, andere anderen Snacks nebenbei 50 Dollar und die Souvenirs haben vielleicht, keine Ahnung, auch 150 gekostet. Also alles im Rahmen. Vor allem für 10 Tage eigentlich wenig. Aber viele Sachen, die ich auch gerne gehabt hätte, waren mir auch einfach viel zu teuer und ich sehe das einfach nicht ein, mich abziehen zu lassen. Von daher, ja, eure Meinung zu den Sachen in die Kommentare. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt mir gerne, wie gesagt,
auch was ihr schon mal probiert hattet oder was ihr euch im Urlaub oder was hat euch im Urlaub ein bisschen Überwindung gekostet, dafür viel Geld auszugeben. Ist aber auch, macht aber auch einen guten Eindruck. Also es ist irgendwie so ein Billigding hier, ist schon wirklich ganz fein. Auch offiziell ist Nintendo-Sachen, also es liegt jetzt nicht an New York, es liegt eher an Nintendo, dass es relativ teuer war. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen und das Abo, falls ihr es noch nicht habt. Danke dafür, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.